Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X Teil 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollen hier den Weg nach da unten uns freischalten. Das muss ich nur mal schauen, dass ich den richtigen Dings finde. Das ist alles gar nicht so einfach. Ich muss jetzt erstmal den richtigen Dings finden, wo wir hin müssen. Das ist es noch nicht. Ich glaube, das hier müsste sein. Ich glaube, jetzt müssen wir mit Hilfe von diesen Türmen müssen wir quasi Sachen erledigen. Was passiert? Das seht ihr gleich. Moment, ich schreibe mir gerade noch mal was auf. Jetzt müssen wir, wenn ich es richtig gesehen habe, diesen Turm hier betätigen, den hier. Hoppla, Mauszeiger weg. Dann kriegen wir auf jeden Fall einen Kampf. Das ist normal, wenn wir die Türme benutzen, kriegen wir auf jeden Fall immer einen Kampf. Ja, ich weiß, ich nehme im Moment immer noch den anderen Dings, einfach weil ich den einen oder anderen AP da noch mit abgreifen will jetzt. Oh, Yuna ist schon im gelben Bereich von MP. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, glaube ich. Halt, beten bitte. Ich hoffe, dass ich es alles richtig verstanden habe und auch richtig mache. Ich finde es nämlich hier ein bisschen kompliziert. So. Und jetzt kommt eigentlich eine neue Plattform daraus. So. Wir sind hier an dieser Stelle. Moment. So, wir waren jetzt hier. Jetzt müssen wir zur nächsten Dings gehen. Und das müsste gerade dieses nächste Teil sein, das hier. Das müsste der sein, wo wir hin müssten. Also auch nochmal betätigen, der nächste Kampf kommt. Und da kriegt man nämlich nochmal den hier. Oh, dann machen wir auf jeden Fall mal, glaube ich, einen Blitzgar. Und hier nehmen wir auf jeden Fall nochmal einen Shell. Bei jedem dieser Türme kriegen wir auf jeden Fall einen neuen Kampf. Den kriegen wir halt leider. Das ist halt so. So, Beta. Ah. Eigentlich, ich glaube, ich mach mal MP-Absorption jetzt. Tot. Nicht gut. Sie ist, glaube ich, nicht gegen Tod immun. Nein. So, Rico hat wieder MP. Das ist gut. Deswegen mag ich den Schwarzmagier eigentlich auch ganz gerne, weil da halt MP wieder herstellen kannst damit. Und das finde ich einfach ziemlich, ziemlich klasse. War's das? Jawohl, das war's. Damit müssten wir auch diese Drehscheibe fertig haben. Diese dreht sich nämlich jetzt hart. So, jetzt gehen wir nochmal zurück.
jetzt gehen wir hier. Das war ja der hier. Wir müssen nämlich jetzt... Dann gehen wir nämlich nochmal auf den hier. Und mit denen können wir nämlich nochmal drehen. Also es gibt dann tatsächlich solche... Die Türme, die haben halt verschiedene Sachen. Die einen drehen sich im Uhrzeigersinn, die anderen um einen halben Uhrzeigersinn und so weiter. Und mit drei anderen können wir halt nochmal Plattformen erstellen. So, jetzt gehen wir hierher. Oh, gar kein Kampf? Okay, das müsste eigentlich jetzt das gewesen sein. Und dann müssten wir nochmal ein Feld weitergehen auf den hier. Und damit müssten wir die nächste Plattform hochkriegen. So, jetzt müsste die nächste Plattform kommen. So, jetzt haben wir's. So, jetzt müsste die nächste Plattform kommen. Da ist die nächste Plattform. So, jetzt gehen wir nochmal hier runter. Ich hoffe, ich bin jetzt auf der richtigen Seite. Ja. Das müsste eigentlich stimmen. Dann gehen wir nochmal auf dieses Ding hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nichts passiert ist. Ah. Na gut, schauen wir mal. Das hier ist jetzt wieder das hier. Dann müssten wir den hier auslassen. Und auf den hier hingehen und den hier anschalten. Das ist jetzt die letzte Plattform, die wir brauchen. Wow. Okay. Der könnte nochmal fies werden. Den kennen wir ja eigentlich auch aus Teil... Durchblick. Aus Teil von 10. Das war auch ein ziemlich heftiger Gegner. Geos. Immun, Himmel ist schwer. Dings bringt aber ganz gut was. Ein Monster, das Subwell bewacht. Scheinbar hat es vor, sämtliche Eindringlinge zu beseitigen. Trotz seines großen Körpers greift es nie physisch, sondern mit Zaubern an. Zauber, das heißt, wir nehmen auf jeden Fall überall mal eine Shell rein. Und wir nehmen das Heftige, also Blitzgar und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, was der... Ja, schauen wir mal. Ja, ich glaube so... Wenn der nicht noch heftigere Sachen macht, sollte das eigentlich ganz gut gehen, glaube ich. Mit diesem heftigen Zauber da von Rico sollten wir ja doch relativ viel Dinger kriegen. Viel Schaden machen. Sollte der nicht so lange dauern. Jawohl. Ich habe alles schwerer in Erinnerung, aber ich glaube, wir sind auch
anders als meinen verlorenen Durchgang, den ich gemacht habe, sind wir auch, glaube ich, ein bisschen besser gerüstet mittlerweile. Na gut. So, jetzt kommen dann Dings wieder raus. So, jetzt müssen wir nochmal zurückgehen. Das war jetzt das hier. Das ist das hier. Dann kommt der hier. Und dann müssten wir, wenn ich es richtig gesehen habe, also wenn es hier alles richtig steht und ich alles richtig mache, müssten wir nochmal hierher gehen. Ich habe das Gefühl, die drehen sich irgendwie nicht, aber naja, vielleicht täusche ich mich da auch. So, jetzt müssten wir nochmal hierher. Den Turm überspringen wir. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die drehen sich nicht so richtig. So, und den hier nochmal. Oh, nochmal so einer. So, wir brauchen auf jeden Fall neue Mana. Und Shell sollten wir auf jeden Fall auf alle machen. Ich dachte, von denen kriegt man nur einen. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht, aber das sehen wir gleich. Ob ich alles richtig gemacht habe, das sehen wir gleich. Eigentlich sollte Yuna auch nochmal, oder haben wir das schon gemacht mit Yuna? Schwarzmagie, um auch MP absorbieren zu können. Ich weiß es gar nicht, ob wir das schon gemacht hatten oder nicht. Schon so lange her. Okay, das war's. Sehr gut. Dann schauen wir mal, ob das alles geklappt hat. Wenn es alles geklappt hat, so ich es haben will, dann müssen die sich so gedreht haben jetzt, dass wir ganz unten lang kommen. Ein Wasserring. Aber das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, es hat sich gedreht, so wie ich es haben wollte. Okay, das heißt, wir können jetzt hier, müssen wir, glaube ich, nochmal komplett außen rum gehen. Auf die erste Plattform hüpfen. Ja, hier ist es. Runter. Und oh hepp. Oh hepp, hier wird es der Weg weiterführen. Aber wir können auch hierher jetzt und hier ganz nach unten gehen. Und das ist wichtig. Also, das ist eigentlich ein wichtiges kleines Geheimnis, das es gibt. Hier finden wir nämlich eine Truhe und in dieser Truhe gibt es eine Schleife. Ihr versteht, warum ich das unbedingt machen wollte, oder? Okay. Eine Schleife. Müssen wir gleich schauen, wer das kriegt. Anhaltender Protest. Ich würde sagen, Yuna kriegt das, weil die goldene Spange will ich eigentlich drin behalten. MP will ich eigentlich drin behalten. HP 60 finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Muskelgürtel will ich eigentlich auch drin behalten. Brüderchen, ja klar. Anhaltender Protest finde ich eigentlich auch nicht so verkehrt. Dann machen wir die HP ein bisschen weg. Aber dafür bekommst du dann die Schleife. Verhindert fast alle Zustandsveränderungen. Das heißt, Yuna, sowas wie Sturm, Gift oder sowas, wird jetzt komplett bei Yuna verhindert. Ein äußerst mächtiges Teil. Und eigentlich klasse, dass wir den jetzt haben. So, dann sind wir hier fertig. Oh, hopp. Dann hüpfen wir mal hoch und dann geht's den ganz normalen Weg weiter.
Oh, ich bin froh, dass das jetzt geklappt hat. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Eine Tour. Ether. Alles klar. Da müssen wir wohl hier hochhüpfen. Ja, das geht nicht anders. Das ist Blitz, glaube ich. Rico, absorbieren bitte. Luna, jetzt muss ich doch mal schauen. Aber ich habe keinen Schwarzmagie reingemacht. Na gut. Aber ich glaube, zum nächsten Speicherstand dauert es auch nicht mehr so lange. Hoffe ich jedenfalls mal. Wenn nicht, muss ich einen Gegenstand nehmen. So, das ist Blitz. Dann müssten wir... Eis oder Wasser? Ich glaube Wasser, oder? Ich schaue nochmal. Das ist ja Blitz, wie es aussieht. Nässe, Wasser. Durchblick, Level 3 erlernen. Wow. Das ging jetzt doch schneller, als ich gedacht habe. Wasser. Damit habe ich eigentlich jetzt nicht gerechnet, dass wir das so schnell kriegen, aber da habe ich doch einige Dinger, ja, ganz gut hingekriegt. So, sehr schön. Jona, wie sieht es bei dir aus? 150 von 160, du bist auch bald mit den Maismagier fertig. Klasse. Schwarzmagier, ja, die Hälfte Hammer, sind wir auch bald fertig, auch ziemlich cool. Und da, ja, das habe ich eigentlich jetzt alles, was ich haben wollte. Ich werde jetzt aber ganz normal hier auch erstmal weitermachen, weil ich glaube, der Zauberschütze momentan passt der noch von denen, was wir haben, am besten. Tor. So, jetzt können wir nach rechts oder nach links gehen. Ich glaube, ein Weg führt weiter, der andere Weg führt nur zu einem Item. Ich glaube, das war der andere Weg. Oder? Ich glaube, ein Weg hat uns in der Sackgasse geführt, wo es zu einem Item geht und der andere halt... Und ich glaube, das hier müsste dann sogar der richtige Weg gewesen sein. Ah, da-dum, da-dum. Okay, erledigt. Dann gehe ich ganz kurz nochmal hier ins Eck und auf die andere Seite. Nee, das ist der richtige Weg. Ich glaube, es hat doch gestimmt. Das ist die Sackgasse. Nochmal zwei von denen, okay. Erzengel erlernt. Sehr gut. Dann ist Yuna mit Weißmagie auch fertig. Ach, das ist ja klasse. Das ist klasse, finde ich. So. Ja, schaut's euch an. Yuna. Weißmagier fertig. Sammeln haben wir noch nicht. Wisst ihr was? Dann gehen wir mal mit.
Ah, was hat denn Yona an? Yona hat die Schutzformation an. Kostümpalette, die Schutzformation. Zauberschütze sollte drin bleiben, Weißmagie. Dann machen wir Schwarzmagier hier rein. Und Ausrüstung, Yona. Kommt von Weißmagie auf Schwarzmagie. Ganz einfach, weil ich das eine Ding noch lernen will. Und zwar MP-Dings rauszuziehen. Ich glaube, dazu müssten wir erstmal sammeln machen. Weil die Feuer und so Zeug, das ist mir relativ wurscht. Aber das andere, um MP wieder herzustellen, das finde ich halt doch um einiges richtig, richtig klasse. Ja, das war's. Hier kriegen wir nochmal einen Gegenstand. Der Unterdrücker. Was macht der Unterdrücker? Angelegt ein Gewichtszug, erfüllt von der Kraft der Schwerkraft. Okay. Also Kostümpaletten und so weiter gibt es doch relativ viele. So, dann können wir jetzt in die andere Richtung gehen. Ich dachte eigentlich, in der Nähe müsste es einen Speicherpunkt geben, aber so, ein kleines, naja, Rätsel kann man das nicht sagen. Einfach auf die Dinger klettern, damit hier eine Brücke ausgefahren wird. So ein richtig großes Rätsel ist das jetzt nicht wirklich, aber passt schon. So, dann kommen wir hier weiter. Ach, im Oversoul. Mist. Pain, ich glaube, wir kommen nicht anders drum herum, als Yona jetzt doch mal ein bisschen Dings zu geben. Oh, scheiße, Stein. Moment, wir machen ein Item einfach. Wir haben doch, glaube ich, kuriert Stein, genau. Dann machen wir das jetzt einfach so. Schnell bevor... Was? Ich hab's auf mich gemacht? Ach, Rico ist schon weg. Verdammt mich. Geh lieber wieder auf Ding hier. Vibrawelle erhalten. Ja, super. Das sieht scheiße aus gerade. Gesundheit erstmal. Na, super. Das sieht alles richtig bescheuert aus. Erzengel. So. Dann bitte ein Shell. Und ich glaube... ich hätte was anderes machen sollen. Ich glaube, mit Pain gehen wir jetzt nochmal auf Krieger zurück. Das Wetter ist mir jetzt gerade etwas zu heiß hier. Verdammt. Nicht auf den hier. Erstmal den hier wegmachen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dass jetzt auch noch Rico weg ist, ist halt doch ein bisschen scheiße. Und die Gegner haben es halt in sich, vor allem weil der Vertigo halt auch noch jetzt auf Our Soul ist. Und uns dieser Kukulkan-Dingsbums da Rico weggeholt hat, weil ich sie nicht so rechtzeitig geheilt hatte. Da ist Dings. Ist Pain ist auch wieder im Stein? Ja, verdammt. Ah, verdammt ich.
Kann ich einfach so weghauen? Wegrennen eigentlich? Ohne Dings? Türmen? Ja. Es geht. Ach du Scheiße, hey. Nicht gut. Echt nicht gut. Phönixfeder. Und bitte Weißmagie mit Rico. So. Boah. Das war ein harter und übler Kampf. Und Juna darf nochmal auf Dings gehen. Auf Schwarzmagier. Ach, dass wir das auf einmal so ein heftiger Kampf hatten. Ja, Zauberschütze. Okay. Das fand ich schon etwas sehr, sehr heftig. Hier gibt es auch noch was zu finden. Auf diesen Maschine kann man nämlich hochklettern. Und da ist nämlich eine Truhe. Everything is connected. I can feel it. Da gibt es eine Truhe mit auch relativ guten Gegenständen. Wobei, gut, ich glaube, das ist so ein Gegenstand, wo die Angriffskraft extrem hoch macht, dafür ein anderes Attribut ziemlich senkt. Und es ist auch kompliziert, da hinzukommen. Ich muss gestehen, ich habe dazu ehrlich gesagt keine große Lust. Das ist ja Wahnsinn. Wir werden Informationen sammeln. Geht ihr vor. Also wie gesagt, da kann man noch Gegenstände holen, aber ich habe da keine Lust drauf, auf dieses Ding. Phönixfedern, auch nicht schlecht. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal weglassen und einfach mal weitergehen. Oh, ich hätte jetzt ganz gerne einen Speicher-Seroid. Aber nein, da kriegen wir anscheinend im Moment keinen. Da kriegen wir anscheinend im Moment keinen. Das ist echt blöd. Ich weiß, dass in der Nähe einer ist, aber ich glaube, das könnte tatsächlich noch ein bisschen dauern. Oh, wir kriegen kein Dings dafür. Die haben halt keine Magie, MP, die wir abziehen können. Ach, warum mache ich eigentlich Feuer? Na gut, dann werden wir hier eine Pause machen und in der nächsten Folge weiter. Ich denke, dann kriegen wir in der nächsten Folge zumindest den Speichersphäroid wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.